mit ihr jetzt gemeinsam hier das Tanzbein des Tangos schwingt. Deswegen begrüßt mit mir mit einem riesengroßen Applaus die Claudia Kimmich. Einen wunderschönen guten Abend. Wer ist noch fit? Darf ich bitten zum Verhandlungstango? Jetzt haben Sie sich sicher schon gefragt, ey, was zur Hölle meint die Alte mit Verhandeln und Tango und was hatten das überhaupt miteinander zu tun? Da sind Sie in bester Gesellschaft. Ich habe festgestellt, das ist das Gleiche. Nicht nur, dass es beides zu meinen Leidenschaften gehört, nein, aufbrezeln. Die Tanzpartnerwahl, der Rhythmus, die Führung, ein Korb kriegen, auf die Füße treten, bis hin zu einem fulminanten Schlussapplaus. Ist es das Gleiche? Und es bietet der ganzen Verhandelei ein wenig Leichtigkeit. Ja, das heißt, egal, ob Sie Ihr Gehalt, Ihr Honorar oder als Vertriebler einen Preis verhandeln, wenn Sie das Ganze von der Seite betrachten, einfach mal als Tanz, mit wem Sie sich bewegen, egal, ob das eine feurige Salsa, ein Tango, ein schöner, langsamer, gemütlicher Walzer oder sogar Formationstanz ist. Es bringt Ihnen in jedem Fall was, sich von dieser Seite damit zu beschäftigen, dass Sie nachher am Verhandeln, es ist schon mal nicht mehr so schlimm und allerschlimmstenfalls macht es Ihnen vielleicht sogar Spaß. Aber nur allerschlimmstenfalls, ansonsten hilft es Ihnen vielleicht einfach nur. Also darf ich bitten zum Verhandlungstango. Bloß eins ist ganz sicher, wenn ihr es nicht fordert, kriegt ihr es auch nicht. Und es kriegt jemand anders. Und meistens kriegt es jemand anderer, nicht jemand andere. Ja? Also, und auch dieses Schöne übrigens hat irgendein Mentaltrainer, hat die Franziska Schenk, eine Eiskunstläuferin, nee, Eisschnellläuferin ist sie, mal gefragt, warum sie nicht gewinnen will. Dann hat sie gesagt, damit die anderen nicht verlieren. Und ich befürchte, das ist die Grundkrux des Gehaltsverhandelns. Da kommt dann der Chef und sagt, ich würde ja so gern, gell? Aber Sie wollen doch nicht, dass Sie anderen weniger verdienen als Sie. Mir doch wurscht. Wir hätten es halt gescheit verhandelt gelernt, ne? Weil, wisst ihr, worüber ich mich ja wirklich und ernsthaft aufregen könnte? Wirklich und ernsthaft. Ein Mann bewirbt sich, wenn er 10% einer Anzeige erfüllt. Eine Frau bewirbt sich noch nicht, wenn sie 90% erfüllt. Verdammt! Fühlt sich jemand erwischt? Nein, würde ich jetzt auch nicht sagen. Macht euch das mal klar. Eierlegende Wollmilchsäue, die Spezies, ich weiß gar nicht, also die ist noch nicht mal ausgestorben, weil die ist, glaube ich, noch gar nicht geboren. Das gibt's nicht. Traut's euch zu. Und bitte, wenn einmal noch mal jemand im Verhandlungstango als erstes erzählt, was sie nicht kann. Ihr wisst schon, erscheinen im Traum und so. Die tanzen den Tango. Ja, da kommt es, zack, und hier und da. Ja, da passiert was. Da geht es um Macht. Und das ist ja was, was wir Frauen total gern mögen, oder? Diese Machtspielchen so überall finden wir voll super. Oder wer steht da drauf? Das, wenigstens. Und der Punkt ist, wenn wir diese Spielchen nicht bis zum gewissen Grade mitspielen oder gar einen Spaß dran entdecken, sind wir raus aus dem Spiel. Ja? Ihr könnt es entscheiden. Bloß seid euch der Konsequenz bewusst, dass ihr dann raus aus dem Spiel seid. Ja? Und ich schenke euch einen ganzen Satz zum Thema Dominik und Dominika. Nein, ist ein ganzer Satz. So, jetzt haben wir aufgefordert, jetzt haben wir einen Tanzpartner, jetzt hat es einen Korb gegeben. Sagt doch einer Nein. Menno. Das kann ich jetzt, nehme ich jetzt voll persönlich, ey. Ja? Nimm nochmal die Geschichte vom Tanzen. Ich stehe beim Salsa-Abend an der Bar, unterhalte mich mit einem netten Typen, kommt mein Lieblingslied. Ah, ich muss tanzen! Zieh ihn am Schawattel, schaut er mich mit großen Augen an und sagt, ich kann aber nur Disco Fox tanzen. So. Jetzt könnte ich mir denken, du Depp, warum gehst du denn dann auf einen Salsa-Abend? Berechtigter Gedanke. Ja? Ich kann aber auch sagen, also ich meine, in der Zeit habe ich ja das viertelte Lied schon verpasst. Und es ist mein Lieblingslied, ja? Also muss ich echt Prioritäten setzen.
Ich kann jetzt auch losflitzen, mir einen anderen holen und tanzen und sagen, bestell schon mal eine Weinschorle, ich komme wieder. Ich könnte aber auch hergehen und sagen, ja, der sagt es bestimmt nur, weil der findet mich zu doof, zu dick, zu türkis, zu blau, zu ich weiß nicht was. Und sagen, Menno. Ja? Oder die vierte Variante ist, ich ziehe einfach am Schlawattel auf die Tanzfläche. Und ich kann euch sagen, nach langjähriger Turniererfahrung, es ist kein Spaß, mit jemandem zu tanzen, der nicht tanzen kann. Und die Welt ist zu kurz, definitiv ist auch das Leben zu kurz für schlechte Tänzer. Sagt sie, ich war so sauer, mir war alles wurscht. Da habe ich überlegt, was du gesagt hättest. Also ich schenke euch das, was ich sage, ja, dürft ihr verwenden. Aber sagt nicht, ich wäre schuld hinterher, müsst auch die Konsequenzen tragen. Dann hat sie ihre Tasche gepackt, ist aufgestanden, hat dem Herrn die Hand geschüttelt und gesagt, Entschuldigung, dass ich ihre Zeit verbraucht hatte. Ich wusste nicht, dass es sich um einen Halbtagsjob handelt, dann ist es für mich nicht interessant. Ja?